Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder einen Vlog von uns. Karl und ich sind, heute allein. Wir wissen noch nicht so richtig, was wir machen sollen. Das Wetter sollte eigentlich mega schlecht werden. Jetzt hat es allerdings schon aufgehört mit Regnen. Gucken wir, dass jetzt unsere Pläne beeinflusst. Wir frühstücken jetzt erstmal in Ruhe und dann sehen wir weiter. Bevor ich was esse, habe ich erst meine Spülmaschine wieder angemacht, damit hier Platz ist. Und jetzt wird ein bisschen Obst püriert. Ich kann jetzt noch nichts Großes frühstücken, also ich mache jetzt erstmal einen Becher voll. So, Prost. Sieht sehr, also dem Licht, das sieht sehr blaubeerig aus. Heute ist meine To-Do-Liste tatsächlich gar nicht so lang wie die letzten Tage. Also die letzten Tage war es wirklich heftig und ich bin froh, dass jetzt Wochenende ist. Ich mache jetzt hier gleich mal hinter mir das Chaos weg, die Wäsche und so. Muss auf jeden Fall noch Haare waschen. Dann muss ich noch ein bisschen was für die Uni machen, aber nicht viel. Da seht ihr, da fällt mir schon gar nichts mehr ein. Also es ist heute voll in Ordnung. Ich nehme mir jetzt mal die Reinigung des Sofas vor und hier oben bzw. hier hinten. Das ist super praktisch, ne? Dass man hier Sachen drauf ablegen kann. Aber da sammelt sich natürlich auch Dreck, vor allem hier übelst viel Staub und sowas. Das werde ich jetzt erstmal mit dem hier wegsaugen und dann haben wir hier noch diese auch rotierende Bürste für die Lehnen und alles. Gibt es jetzt mal eine tiefe Reinigung fürs Sofa. Also der Staubsauger war leer vorher. Der ist natürlich, man sieht nicht mehr so gut. Das ist jetzt nicht unendlich viel. Hier sind halt ein paar Fusseln. Von hier unten sieht man es ganz gut. Da ist halt einfach Staub, Dreck. Richtig ekelhaft, was aus dem Sofa rauskommt. Aber so viel ist es nicht. Wie gesagt, hier ein paar Fusseln und der Rest Dreck. Heftig. Aber die Bürste ist wirklich gut. Also dieser Aufsatz ist ja hier auch zum Matratzen zum Beispiel reinigen und so. So, ich mache mir jetzt erstmal mein Zitronenwasser. Ich muss zugeben, ich habe das irgendwie eine Zeit lang ein bisschen verpeilt, regelmäßig das zu trinken. Was ich so zwischendrin mache, an meinem Abschlussprojekt arbeiten. Ich kann euch mal eben das gesamte Projekt zeigen. Ja, hier sind noch Videospuren drunter, aber mein Bildschirm ist so klein und wenn jetzt hier das Video ein bisschen groß sein soll, dann kann hier unten natürlich nicht die gesamte Timeline einbauen. Hier Ton, oh Gott, was habe ich getan? Ton geht noch. Ich habe jetzt aber eigentlich oft auch mit dem Monitor noch gearbeitet. Ich habe den angeschlossen, hier mir das Bild gemacht und dann hatte ich hier einfach riesengroße Timeline. So, Karl und ich backen jetzt Schokomilchbrötchen. Rezept ist von Instagram. Interessante Geräusche. Blende ich euch jetzt ein und ich muss erstmal alle Zutaten suchen, dies, das. Also erstmal vorbereiten, der Teig muss zwischendurch dann noch gehen. Okay, den letzten Clip habe ich in Slow-Mo gefilmt, deswegen war das so komisch. Ich wollte euch zeigen, diese Mulde hier war zu klein, nicht tief genug, ist ein bisschen rausgelaufen. Ist aber nicht schlimm, ich warte jetzt hier 5 Minuten und dann wird es geknetet. Es ist wieder der Moment für, ich backe und der Rauchmelder müsste gleich angehen. Beim Erwärmen der Butter ist hier in der Mikrowelle irgendein Stück, also wo man Essen irgendwie gespritzt hat, ist irgendwie jetzt heiß geworden. Schwarz, riecht richtig ekelhaft, verbrannt und als ich die Mikrowelle aufgemacht habe, kam da so ein bisschen Rauch raus. Ich habe aber jetzt halt hier das Fenster aufgemacht. Es dürfte nicht bis zum Rauchmelder ziehen. Es stinkt so eklig. Ich weiß nicht, warum mir das immer passiert. Das ist super. Diese Küchenmaschine ist der Hammer, wirklich. So schön geknetet der Teig.
Richtig gut. Bin sehr begeistert, auch wenn es interessant klingt. Der Teig darf jetzt eine Stunde gehen und ich habe schon mal drei so Formen hierher getan. Also hier steht halt, das ist jetzt nicht vollständig, irgendwie fehlt da was, aber hier steht halt also 6 Brötchen oder viele kleine Formen. Ich werde mehrere kleine machen. Und auf dem Bild bzw. im Video waren die halt so in so einer runden Form. Meine runde Form habe ich aber gerade nicht hier. Und dann werde ich hier so 4 und hier so auch 4 und hier die Runde rum noch so ein paar kleine hinlegen und es dann so backen. Keine Ahnung, also genau. Und meine Schokostücken, die waren, die sind jetzt hier, schon besser. Die waren nämlich neben dem Geschirrspüler, also die waren hier in dem Schrank hier unten. Und haben direkt hier an dieser Wand genäht. Und der Geschirrspüler war warm und dann ist es hier weich geworden. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Genau, die brauche ich noch. Dann kann man das hier noch so bestreichen, damit es glänzt. Ich habe im Übrigen richtige Milch genommen und ich habe auch richtige Butter genommen. Ich starte jetzt schon mal Vorbereitungen fürs Mittagessen. Es gibt heute Parmesanhähnchen mit Brokkoli-Püree und Gemüsesalat. Werde ich euch auch wieder einblenden, ist auch von Instagram. Ich habe eine richtig schöne Seite, also da, wo ich das jetzt her habe gefunden, die so ganz viel Essen postet, wo halt nicht nur so Standardsachen, also wenn du jetzt Food Inspo oder sowas eingibst, dann kommen immer dieselben Sachen, immer irgendwie eine Salatbowl mit dies oder, keine Ahnung, Süßkartoffel, das, immer dasselbe so. Und diese Seite postet viel Fisch, viel Fleisch, auch Fleisch, was ich esse. Auch Fleisch, was ich nicht esse, viel Rind und so, aber das mag ja dann Tim. Also ich kann von der Seite mir so viel Inspiration holen. Es ist immer so ausgewogen, immer so, ja, abwechslungsreich, richtig, richtig gut. Kann ich euch nur empfehlen, da mal vorbeizugucken, wenn ihr auch auf Essensinspirationssuche seid. Da haben wir auch gestern Cheeseburger gemacht, die auf der Seite irgendwo ganz weit unten waren. Genau, jetzt mache ich eben das Parmesanhähnchen und bereite erstmal die Panaden, Teige, Panadenmischungen, was auch immer vor. Alles parallel. Hier kocht der Brokkoli. Da braten die Hühner teilweise. Ich habe mich nicht so ganz an das Rezept gehalten, an die Reihenfolge. Deswegen ist das jetzt so ein Käse-Rührei mit Hühnchen. Hier warten die Formen, die dann eingeölt werden. Das hier ist zum Bestreichen, damit sie glänzend werden. Genau, und ich warte jetzt eigentlich nur auf den Teig, der so in 6 Minuten fertig ist, damit der nochmal geknetet mit Schoki-Stücken. Dann wird geformt, hier reingetan. Und parallel mache ich irgendwie Brokkoli. So, hier sind jetzt die Brötchen. Die habe ich mit dieser Milch Agavendicksaft-Glasur bezogen. Die kommen jetzt gleich hier rein, wenn hier vorgeheizt ist. Ich glaube, es waren 180. Der ist ja noch nicht mal bei 150. Na super. Na gut, dann kümmere ich mich jetzt erstmal um das andere Essen. Es gibt Mittagessen. Hier einmal Karls Teller. Bei mir kommen halt einfach noch grüne Salatblätter mit dazu. Hier ist alles im Ofen und ja, in 15 Minuten hoffentlich fertig. So, hier sind die Brötchen, die sind ziemlich aufgegangen, glänzen aber irgendwie nicht, keine Ahnung. Ich tue die jetzt gleich mal raus, dass die abkühlen und es riecht so gut. Für die Verkostung, ich habe übrigens immer noch nicht Haare gewaschen, für die Verkostung habe ich mir ein extra schönes, mein Handy fällt um. Extra schönes Brötchen ausgesucht. Ist halt ein Milchbrötchen mit Schoki, ne? Ja, dann Milchbrötchen mit Schoki. Die Konsistenz ist geil. Ich liebe Hefeteig. Ist richtig schön aufgegangen. Ich mag auch Hefeteig. Also anstatt die Küche aufzuräumen, kreiere ich lieber ein Meisterwerk der Stapelkunst. Wir waschen dann auch mal eine Flunder. Bei Sonnenfilmprogramm, Baumwolle, Knitterschutz, 95 Grad. Oh, da wird die Flunder aber sehr, sehr, sehr durch bei 95 Grad. Und damit möchte ich das Video beenden. Wie ihr seht, habe ich es auch endlich mal geschafft, meine Haare zu machen. Was für ein Unterschied es einfach ist im Vergleich zu am Anfang des Videos. Genau. Heute Abend gibt es nochmal das Brokkoli, Parmesanhähnchen, Gericht, was auch immer. Und
Dann noch ein paar Schokobrötchen, die sind echt so lecker. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Das letzte wird wie immer unten drunter verlinkt. Und ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wo ihr euch Inspiration holt. Also speziell, falls ihr auch irgendwelche richtig coolen Instagram-Seiten habt oder sowas. Ich bin da immer sehr auf der Suche. Die Seite habe ich auch nur zufällig gefunden und habe mich da mega drüber gefreut. Aber wenn ich irgendwann mal alles nachgekocht habe, brauche ich ja wieder eine neue Seite zum Inspirieren. Genau. Dann bis zum nächsten Video.